Siri bestimmt heute, welches Auto ich einfach in Rocket League kaufen muss. Ja, durch das neue Drive Days Event gibt es ja die neue Car Show, wo einfach 10 verschiedene Autos verfügbar sind für Credits, ja. Alle painted ultra krass und daraus entscheidet Siri, welches Auto ich heute kaufen muss. Und mit dem Auto spielen wir dann einfach Rank. Ich bin super, super hyped, bin super, super gespannt. Ja, ich hoffe, Siri ist heute gut mit mir. Ja, das wäre auf jeden Fall wunderbar. Lass ein Like da, lass ein kostenloses Abo da. Und ich würde sagen, wir legen los. Das sind die ganzen Autos. Wir haben hier alles von Octane ZSR in Kobaltblau bis Twinzer in sogar Titanium White. Alles am Start. Die Preise von den Credits her gehen auf jeden Fall klar. Und falls du dir eventuell sogar hier was kaufen möchtest, dann kauf doch gerne die Credits bei Rocket League Exchange, meiner Partnerseite, günstiger. Und trag meinen Creator-Code ein. Würde mich supporten. Und ich würde sagen, wir fragen jetzt Siri, welches Auto ich davon kaufen muss. Ich hoffe, Siri ist gut drauf. Hey Siri, nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Das ist 8. Oh mein Gott, Freunde, wir müssen die 8 kaufen. Das heißt, wir gehen jetzt hier 8 Schritte nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh mein Gott, wir müssen einfach den Sensio kaufen für 500 Credits. Das ist das einzige Auto, was einfach nicht painted ist. Also ja, nee, beziehungsweise das ist das zweite Auto. Also 2 Autos sind hier insgesamt nicht painted. Den müssen wir jetzt einfach kaufen. Der sieht ja nicht so geil aus. Sieht aus wie so ein Rennauto. Ich würde sagen, wir kaufen das Ding in 3, 2, 1, let's go. Hier ist das Auto, Freunde. Und mit dem müssen wir jetzt Ranked spielen. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir Rocket League Autos, Items und Credits kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner RocketLeague.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code REAPASS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Oh mein Gott, was hat der Wagen bitte für fette Rohre da hinten, ey. Das sind ja Raketen. Oh my goodness, ey. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schöner Shot erstmal hier. Guter Safe. Gehen hier erstmal ein paar Bums, ja. Kann man auch immer machen. Oh mein Gott, Mate lässt sich ausspielen direkt am Anfang. Puh, ganz knapp gesaved. Nochmal zweiter Shot. Mate muss nochmal hin. Schön, let's go. Oh ja, nice. Und der kommt. Der kommt. Der kommt. Er lässt sich so viel Zeit. Was? Ich krieg nicht mal eine Vorlage dafür. Das Ding ist, ich versuche gerade nebenbei den Redline, das neue kostenlose Auto, freizuschalten. So, weil die Drive Days jetzt am Start sind und ich brauche dafür Vorlagen. Und deshalb ärgere ich mich gerade, dass ich keine Vorlage bekommen habe. Let's go, schöner Kickoff. Schön. Oh, er hat den so gut gesaved. Komm, let's go. Er spielt sogar Nissan Skyline, ne? Ist auch schon sehr geil. Oh, mal gucken. Boah, Flip Reset. Aber ich glaube, das Auto hat die Dominus Hitbox. Und ich bin ja sowieso absolut kein Fan der Dominus Hitbox, ne? Deswegen, Siri meinte, ist absolut nicht gut mit mir, Freunde. Nochmal ein Shot. Komm, ich würde eigentlich schon gerne mal wieder auf Demo gehen. Ich gehe momentan echt gerne auf Demo. Nein. 2-1. So, komm, 2-1. Wir müssen jetzt hier mal was machen. Ja, aber mit meinem fetten Rohr da hinten, beziehungsweise zwei fetten Rohren, da geht halt auch nicht viel. Aber der könnte eigentlich ganz gut kommen, aber den nimmt er halt schlau an, ne? Damit holt er halt ungemein Zeit raus. Knapp. Boost? Gönn. Bitte. Gönn doch mal jetzt hier. Jawohl. Lol, okay, der ist noch da gewesen. Komm, bam. Den haben wir. Ja, wir müssen jetzt irgendwie mal ein bisschen Druck machen. Jetzt gute Möglichkeit, schade. Ja, ja, let's go. Komm, ein Tor. Wir haben 1:30 Zeit. Bitte. Bitte. Ja. Stark. Stark. 1-1.
101? Nein, er ist der Beste. Er ist wirklich Manuel Neuer. Höchstpersönlich. Der Bump nochmal, der war gut. Der war sehr gut. Der war sehr gut. Das kann nicht sein. Wir drehen die Runde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne? An sich, ich finde das Auto nicht geil. Ja, also Siri, ja, wollte da wirklich nichts Gutes heute. Aber wir müssen das Beste mit dem Auto machen. Und ich denke, dass wir das diese Runde auch ganz gut machen. Und wir müssen eigentlich so free haben. Ah, der wird eklig. Oh mein Gott, Mate, so geil. Wir haben halt gar keinen Boost, ne? Ich glaube, er hat auch keinen Boost, mein Mate. Oh, der kommt nochmal richtig gut. Wird halt wegspielen. Ey, diese Bums heute wieder, ne? Das ist so dreist. Let's go. 4, 2, 13 Sekunden. Das ist so ein Win. Wenn jetzt durch zwei dumme Kick-Off-Goals kommen, ist das so ein Win. So stark geschossen. Ja, sie geben schon auf. Und wir fahren zum Kick-Off. Ja, Ball liegt eigentlich echt smart. Brauchen den Boost. Hauen das Ding erstmal raus. Let's go. Nice. Wir sind gut aggressiv am Start. Komm, Case Opening. Alex. Ah, es war ein echt schwacher Ball und es war saukrank rausgespielt von denen. Das Ding ist, es sind halt nicht mal pre-made so, ne? Nein. Oh mein Gott, so knapp. Oh Mann, ey, Razy. Meint er da einfach auf Demo zu gehen? Wir haben sehr wenig Boost. Boah, ey, der geht aber auch aggressiv drauf. Ja, wir können erstmal hinten ganz entspannt Boost holen. Wir haben den einen ja schon sehr geil gebammt. Boah, das sind auch wirklich immer so Autos, ne, die ich hier spielen muss. Dank Siri. Die sind einfach nicht so geil, ja. Also ich bin ja, wie gesagt, generell nicht so der Fan von so langen Autos. Macht der Mate sehr stark. Oh mein Gott, er hat den komplett outplayed, ey. Guckt euch das mal an, er ist einfach der beste Spieler der Welt. Da ich so wendige Autos wie den Octane einfach ein bisschen geiler finde. Gut gesaved. Boah, die machen aber viel Passing-Play. Demo. Ja. Oh, gute Möglichkeit. Aber er saved den, ne? Aber das sind eigentlich ganz gute Dinger. Wenn man den wirklich geil bangt, ist der richtig geil. Ich habe extra meinen Mate da gerade den Boost gelassen. Ich wusste, der ist out of Boost. Oh, der demot wieder ein. So geil. Momentan irgendwie echt viele Demos am Start. Guter Schuss. Boah, er saved das Ding wieder. Aber direkt der Nachschuss. Und auch wieder Demo. Er ist halt wirklich smart. Immer wenn man nach hinten geht, geht man ein bisschen auf Demo mit. Okay, macht er nicht schlecht. Was macht mein Mate da eigentlich, ey? Der Typ ist ja crazy. Der ist ja richtig crazy unterwegs. Wichtig. Mein Boost. Nein, 2-1. Das war gerade echt nicht vonnöten. Ich hätte ihn gerade eben aber auch besser wegspielen können, da wo der den einmal kurz getoucht hat. Der Touch hätte einfach nicht sein müssen. Und das ist ein guter Schuss. Und der ist sogar drin, obwohl er den hätten haben müssen. Hätten haben müssen, was ist das eigentlich für ein Deutsch? Mann, warum kommt schon wieder so ein ekliger Ball? Und den doubbelt er rein. Nee. Oh, jetzt aber ganz, ganz dicke Kontermöglichkeit. Aber wirklich, die ist so dick. Die ist so dick. Let's go. 3, 2, einfach Dinge dreht. Ja, let's go. Komm, gehen wir auf Demo. Ja, wir gehen auf Demo und dann steht's 4 zu 2. Einfach das Doppelte schon wie die an Toren. Ja, sie geben auf. Let's go. Wir haben die Challenge, würde ich sagen, ganz entspannt bestanden, ja. Wenn ihr nochmal so eine Challenge haben wollt, ja, dann sowas gibt es sehr, sehr selten, dass wirklich einfach 10 Autos auf einmal im Shop sind in Rocket League, ja.
dann lass jetzt hier an der Stelle einen dicken Daumen nach oben da, lass ein kostenloses Abo da und schreib in die Kommentare, was wir beim nächsten Mal machen sollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Berry Post.